So Leute, jetzt bin ich tatsächlich weitergekommen. Das war ganz um die Ecke, war nur eine andere Tür. Also habt ihr nicht viel verpasst hier. Ich habe gerade auf zwei Ratten geschossen, die sind einfach verschwunden. Also war keine Leiche, gar nichts, einfach weg. So, hier rieselt irgendwas runter, jetzt kommen wieder Nazis. Ist ja fast schon grafisch irgendwie gut. Also für vor 15 Jahren. So, wir werden wohl die Treppe da nehmen müssen. Die kann man auch runterspringen hier einfach. Puff. Also ich schätze mal, dass man hier die Treppe nehmen muss, wo ich gerade festhänge. Naja. Oder ich denke mal, man muss runterspringen. Sich hier irgendwie durchfurzen. Die Dinger kann man nicht aufmachen. Hier wird unterstehen. Naja, egal. Wo ich dann hin. So. Oh, Schneegeräusch. Oh, jetzt plötzlich schneit's. Das ist genau derselbe Tag wie eben. Aber jetzt schneit's. Alles klar. Okay. Wir haben schon wieder unseren Kumpel gekillt. Das ist scheiße. Mein Gott, du siehst aber auch alles, was hier rumläuft. Also klar, die sehen auch alle gleich aus, mehr oder weniger. Okay, er hatte eine blaue Uniform, aber kann man das wissen? Da sind auch schon andere Kommandanten um die Ecke gebogen hier. So, nochmal denselben Scheiß jetzt. So, jetzt Du bist aber. schon da? Das hier ist mein Andenken. Diese Waffe diente mir den ganzen Krieg lang. Und nicht nur einmal half sie mir, mich aus einer schwierigen Lage zu befreien. Hoffentlich ist es diesmal auch so, denn es sieht so aus, als wären wir Alles umzingelt. klar. Alles Es wird klar. nicht Alter, also leicht meine sein, hier Schnauze. Mein Gott. herauszukommen. Auf alle Fälle danke ich dir für die Befreiung. Ich kann wenigstens im Kampf sterben, wie ein Soldat. Naja, das ist ja voll die Schade, um die soldatische Zeit zu Stimmung. sprechen. Es ist Zeit zu handeln. Also treten wir ihnen in den Hintern. Was bist du denn für einer? Jetzt muss ich. Folgt er mir oder wie? Na, aha. Ich habe auch gar keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich geh mal kurz hier oben. Hoch. Ich schätze wirklich nichts sein. Müssen wir wohl tatsächlich unten lang. Da soll ruhig weiter hinten bleiben, weil. Ich meine, hier könnten wir jetzt verkacken, natürlich, klar. Macht gar keinen Unterschied, ob ich oben oder unten gehe. Naja, also ob ich mich ducke oder nicht. Steht einer. Aus irgendeinem Grund kann ich mich nicht anvisieren. Kaputt gemacht jetzt, oder? Mein Gott, dann lass dich doch nicht so beschießen. Ich kann den Zoom nicht mehr benutzen. What the fuck ist das? Ist der jetzt von uns oder? Kacke, der ist von uns. Schießt hier noch einer. Ich sehe ihn nicht. So, von hier, da. Boah, was für eine matschige Grafik hier ist. Ich glaube, der weiß gar nicht, wo er lang soll, da. Ja, komm, hoch, Mann. Und sie flüchten hier raus aus dem Puff. Naja, wo geht's? Wo schaut der da lang? Komm doch her hier. Gott, bist du dämlich. Jetzt weiß ich nicht, warte mal. War hier eine Leiche? Hier müsste eine Leiche sein, hier habe ich doch gerade einen erschossen. Gott, das ist jetzt aber echt schon ein bisschen verkackt hier. Und aus irgendeinem Grund. Sind wieder Ratten? Jetzt kann ich wieder zoomen, was für ein Scheiß. Ich glaube, hier fing es ja an bei uns, oder? Fuzzi, der soll ruhig weiter hinten bleiben. Alter, was hält denn der alles aus?
So, hinter uns sind keine. Er steht da rum wie geleckt und gestiefelt. So, das Gewehr nehmen wir uns mit. Können wir hier in den Ruinen irgendwas machen? Können wir hier rein? Ne, ich glaube nicht. Hier können wir wieder hoch, aber ich glaube, hier muss man nicht hoch. Das ist der Anfang. Sieht hier wieder am Anfang, oder? Das ist doch der Anfang. Zumindest sieht es auch wieder Anfang. Ist egal, ich kletter mal jetzt. Obwohl, hier geht's ja auch noch weiter. Hier unten können wir ja auch noch weiter. Das ist die Frage, hochklettern? Aber was soll es da oben geben? Ich glaube, hier gibt's doch gar nichts. So, wir laufen einfach hier weiter. Kusch, ihr Raschen, kusch! Noch irgendwo einer. Sieht aber alles richtig bekackt aus. Kommt der, ich glaube, der Typ kommt nicht hinterher. Dann sollen sie kaputt schießen, ey, echt. Mhm. Wahnsinn. Glaub, diese Ruinen braucht man gar nicht reingeben, weil es hier gar nichts geben wird. Ich glaube, der Typ hängt irgendwo fest. Ja, irgendwie habe ich den verloren. So ein Piss hier, echt. Und jetzt kommt er. Gott, wie hat er das geschafft, bisher überhaupt so alt zu werden? Komm schnell hier, ich will einfach wieder raus. So. Wo? Wo? Wo ist der Typ? Ich bringe den Lumpen um. Jetzt ist er schon wieder weg. Mein Gott, dann muss ich wieder runter. Ey, super designt, ey. Lauf zu, Jung! Ist das scheiße gemacht, ey. Hör mir auf, ey. So, kommt jetzt hoffentlich mit, oder? Oh Gott. Das ist jetzt wieder absolut der Scherz hier. So, guck mal trotzdem hier rein. Irgendwie lodert da ein Feuer. Jetzt hier ein paar Pseudonazis rum. Hey, wie kommst du her? Scheiße! Die ganze Planung war umsonst! Klaus! Sie haben mich erwischt! Ey, wollt ihr mich veräppeln? Jetzt muss ich den Kack nochmal von vorne machen hier. Ey Leute, ich kann mir dieses Spiel nicht mehr reinziehen, echt. Also beim besten Willen. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, kauft euch das. Oder am besten ladet euch das runter. Ich will ja niemanden anstiften hier, aber das kann man hier echt nicht weiter reinziehen. Ich kann mir das auch nicht mehr reinziehen. Ja, das ist hier wirklich eine Steuerung. Ich tippe nur ganz leicht gegen die Maus und ich habe die Maussensibilität wirklich runtergestellt. Ja, auf 25% von 100, ja. Guckt ihr euch diese Scheiße an. Und dann auch, da fehlt alles. Ich weiß gar nicht, warum das Spiel ab 18 ist. Ja, gibt es weder Blut, noch gibt es hier irgendwelche Symbole, die jetzt irgendwie Jugendliche beeinflussen könnte oder sowas. Die Grafik ist auch für den Arsch. Also wie gesagt, ich habe ja schon Spiele gesehen, die sind wie Red Faction oder so, bei weitem besser. Ja, hat auch viel bessere Spieltiefe oder so. Also, der ganze Krempel. Wenn ihr das unbedingt spielen wollt, das nirgendwo findet, euch das nicht laden wollt. Wie gesagt, wie ich schon in der Folge davor erwähnt habe oder in den Folgen davor, ich schenke euch das, ja. Schreibt mich an, schickt mir eure Adresse. Und der Erste, der sich meldet, der bekommt das Spiel. Müsst halt nur einmal irgendwie auf PayPal 1,50 Porto überweisen. Da könnt ihr das haben, echt. Ich brauche das nicht mehr. Ich will es auch nicht mehr haben. Das ist auch die letzte Folge, die ich jetzt aufnehme. Ich meine, wir wissen ja, wie es ausgeht. Irgendwie kommt man dann irgendwann mal durch, ne? Und dann fliegt man weg. In so einer beschissenen, gerenderten Donier und dann ist Feierabend hier. Ne?
Also ich glaube, wir sind auch schon über die Hälfte hinaus. Und dann wäre jetzt auch fast Ende. Aber ich weiß, das ist halt Spoiler. Wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie es ausgeht, dann besorgt euch irgendwie das Spiel. Und dann verabschiede ich mich erstmal. Und dann sehen wir uns zum nächsten Spiel, was hoffentlich nicht so beschissen sein wird. Ich weiß noch gar nicht, was ich spielen werde, aber gucken wir mal. Ne? Also bis dann, Leute.